So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Der Adi ist auch am Start, gell? Der macht den Tisch sauber. Und ich habe heute mal wieder was Leckeres für euch entdeckt. Und zwar von Maggi Saucy Noodles. Ne? Was ist das? Maggi Magic Asia Saucy Noodles. Sesam Chicken Taste. Und hier gibt es auch Saucy Noodles mit Teriyaki Taste. Und hier gibt es auch Saucy Noodles mit Sweet Chili Taste. Hier steht überall drauf, es steht überhaupt New. Ich habe erst Nein gelesen. Da steht auch New und hier steht auch New. Was ist der Unterschied zwischen normalen Maggi-Nudel-Dingern? Weil das alles sehr flüssig ist, ja, und eher so wie Hühnerbrühe. Saucy Noodles klingen, als wären das richtig schön fette Nudeln mit Soße, wo man da drin rumschleimen kann. Ich habe das jetzt schon mal hier so aufgemacht. Die werde ich jetzt alle dreimal probieren und mir dann wieder in eine Schüssel geben, die zusammen essen. Aber in jedem von diesen Becher hier ist ein Beutel mit drin. Genau, sogar zwei Beutel. Zwei Beutel, die sind getrennt nochmal. Die machen wir jetzt auf, schmeißen die überall hier rein, kippen dann mal kochendes Wasser drüber, rühren das um, lassen es ziehen. So, die Soße, also das Soßenpulver ist jetzt drin. Ich habe wirklich gedacht, in den Beuteln sind zwei unterschiedliche Sachen, aber in beiden Beuteln war immer genau das gleiche drin. Jetzt müssen wir da überall noch Wasser drauf machen, ja. Bis zur Markierung füllen. Und ich sehe jetzt noch nicht, was der Unterschied ist zwischen einer normalen 5-Minuten-Terrine. Vielleicht denken die, wenn sie zwei Beutel Soße nehmen, dass das dann schön dick und fest wird. Das also hier das mit Sweet Chili, das riecht auf jeden Fall auch schon gut. Teriyaki in der Mitte und ja, das andere vorne dran, nämlich das Sesam Chicken. Die machen wir mal jetzt so kurz zu, dass sie ein bisschen ziehen, rühren das dann in Ruhe rum und gucken, wenn es fertig ist, wie es schmeckt. So, eigentlich sind die jetzt fertig. Ich kann die jetzt auch noch mal hier aufmachen und noch mal zeigen. Und eben auf den ersten Blick sah das eigentlich nicht anders aus als alles andere. Halt einfach Nudeln mit Soße. Ich meine, die Soße ist ja trotzdem eher flüssig. Das heißt, wenn ich die Nudeln hochhebe, ist die Soße ja trotzdem nicht an den Nudeln, sondern bleibt unten. Es riecht auf jeden Fall alles sehr aufdringlich. Das ist wahrscheinlich auch wirklich, weil so viel, weil die doppelte Portion Soße da dran ist, dass das alles einfach nur mega aufdringlich ist und einfach nur noch mehr Konservierungsstoffe und künstliches Gebambel. Aber ich habe es mir jetzt anders vorgestellt. Ich dachte, das ist alles irgendwie schön cremig und haftet an den Nudeln. Ist jetzt leider nicht so. Trotzdem packe ich euch jetzt mal hierher. Wir nehmen zuerst mal hier dieses Sesam Chicken Taste. Da ist auch ein Schärfegrad eingezeichnet und wir probieren mal, wie die schmecken. Sesam Chicken. Es ist klar, es fällt einfach wieder alles von der Gabel runter, weil es halt nicht fest ist und nicht schleimig. Finde ich geschmacklich jetzt nicht so Bombe. Schmeckt einfach etwas muffig und etwas säuerlich. Also ist natürlich eine Asia-Sorte, aber egal welche Asia-Nudeln ich mir hier hole, die schmecken alle verdammt gut und alle tausendmal besser als dieses Magic Asia von Maggi. Das ist also nicht so mein Geschmack, keine Ahnung. Vielleicht kann das Teriyaki ja mehr. Wir probieren mal Teriyaki, schön mit der richtig dunklen Soße. Aber wenn ihr das hochhebt, bleibt die Soße natürlich unten und ihr habt trotzdem nur die blanken Nudeln, weil das nicht an den Nudeln dran haftet. Schmeckt irgendwie auch muffig. Aber nicht so säuerlich im Nachhinein. Finde ich, kann man besser essen. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Geschmack,
den ich mir jetzt öfters gönnen würde. Da reichen vollkommen normale Nudeln eigentlich aus, diese Billigmarken, diese Billigsorten. Da braucht ihr nicht diese überteuerten Saucy Noodles von Maggi kaufen. Wir haben aber noch den, was waren hier? Das war auch Schärfegrad 1, ja. Das hier hat Schärfegrad 3. Adi! Die Sweet Chili haben Schärfegrad 3. Riechen auch wie die Sweet Chili Soße. Also ihr habt eine Schärfe und was Süßliches hinterher, das passt. Das wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Das schwängeln wir noch ein bisschen durch. Ist okay. Schärfe ist ein bisschen da auf jeden Fall. Die süßliche Note danach ist eigentlich auch okay. Überzeugt mich trotzdem geschmacklich, aber auch nicht. Weiß ich nicht. Wer sich sowas ausdenkt, ne? Zum Glück testet man das. Also gönnt euch ruhig Fertiggerichte, also so Fertignudeln, wenn ihr da mal zwischendurch was haben wollt. Aber Saucy Noodles von Maggi würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Da gibt es deutlich bessere Alternativen. Aber ihr wisst, wie wir das machen am Ende der Sendung. Wir packen uns einfach eine Schüssel und machen da alle drei Becher rein. Also einmal die Chili-Nudeln und dann einmal hier die Teriyaki-Nudeln. So, erst das Rote, dann das Schwarze und noch hier die Sesam und Hühnchen. Das auch noch hinterher. Wunderbar. Jetzt haben wir ein Mittagessen, eine Mahlzeit. Hier habt ihr die leeren Becher jetzt. Ihr seht nochmal, wie das aussieht. Richtig, als hätte jemand reingeascht. Hier habt ihr jetzt die ganze Portion Nudeln schön rumgemacht. Und das können wir jetzt auf jeden Fall essen. Da haben wir wenigstens Mittagessen und vielleicht schmeckt das ja besser, wenn das alles zusammen gemacht ist. Sind wir mal gespannt. Wenn nicht, kann man ja noch nachwürzen mit irgendwelchen anderen Sachen, die man da drauf knallt. Ich probiere jetzt einfach nochmal eine Portion. Jetzt, wo sich die Soßen vermischt haben, die verschiedenen Nudelfarben durcheinander gehen. Und ansonsten kennt ihr ja den Lifehack mit dem Toastbrot. Einfach Toastbrot mit dran schmeißen. Aber hier sind jetzt so viele Nudeln da, dass wir, glaube ich, gar kein Toastbrot brauchen. Ich habe es mir trotzdem nicht so flüssig vorgestellt. Ich habe es mir trotzdem alles ein bisschen cremiger vorgestellt. Saucy Noodles, aber weiß ja nicht, Creamy Noodles. Glaub's nicht. Es ist wie beim letzten Mal. Einzeln, naja, aber packst du alles zusammen in einen Bottich, hast du eine richtig gute Mahlzeit. Weil sich die verschiedenen Geschmäcker einfach ergänzen. Dieser muffige Geschmack kommt gar nicht durch, weil du das Süßliche noch dabei hast. Und dieses Schärfliche ist auch ein bisschen da. Du hast ein bisschen was vom Chicken. Du hast ein bisschen was von keine Ahnung. Also gönnt euch Saucy Noodles, wenn ihr alle Packungen mit einmal esst. Dann funktioniert das. Ansonsten lasst die Finger davon. Oder schreibt mal eure Meinung rein, wenn ihr die Saucy Noodles schon getestet habt, wie ihr die findet. Oder welche Nudeln ihr empfehlen könnt. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.